jestem na Mastrzy, powierzchni Kościoła. Möchte nochmal den Mecklenburg-Vorpommern sagen, ich bin sowieso gedacht, Sie sind ja nun weiter ein Land, das Sie möglichst selbst regieren, unter dem Schutz des Königreichs, und wir grenzen sowieso ab. Die Fürsten müssen sich auch abgrenzen. Ne? Natürlich wollten wir eigentlich keine Grenzen machen, aber jetzt machen wir richtige Grenzen. Ne? Und unseren Besitz und unsere Besitzung, was uns gehört, das hat ja nichts irgendwie mit Deutschland oder so zu tun. Das war ja vorher da, genau, in der Fürstung. So, und dann würden wir Mecklenburg-Vorpommern mitregieren. Aber sowieso nur mit Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Nichts anderes in der Mathe. Dass man offen über alle Probleme diskutiert und dass man auch genau das macht, was es vorführt. Nichts anderes in der Mathe. Ja, warum diese kurze Kehrtwende? Ich habe das schon gleich gesagt, dass da kein Interesse ist. Nein, nein. Das liegt wahrscheinlich tiefer. Und wir werden die Genossen doch gar nicht so loswerden, der Mathe. Alles scheint viel tiefer zu liegen. Wir merken, dass es schon ein Problem hat beim Reden. Soll ich mal machen, machen wir jetzt noch etwa, haben wir eine Pause gemacht. Ne? So, und zwar fiel uns das jetzt ein, mit Michael Schumacher, der war ja meine Schlagzeile, dass man ihn einfach als Steuerbetrüger hinstellt. Als Steuerflüchtling und so weiter. So, auch wir die Rentenkur, okay, er war ein Schlitzohr. Natürlich hat man Listen angewandt und so weiter und so fort. Aber er war ein ehrlicher Rennfahrer, sonst hätte er noch mindestens noch 3-4 Weltmeisterschaften mehr gewonnen. Ne? Da wurde nur Flunk ausgeflickt von den anderen. Nichts anderes, ne, Nati? Dass wir da noch verfolgt haben. Ich möchte nicht ausschließen, dass er wieder anfangen musste, Rennen zu fahren, weil er so schön von der Steuerbehörde noch in Deutschland rübergeholt wurde. Ne, Nati? Möchte das nicht ausschließen. Möchte da als Beispiel, als ganz konkretes Beispiel, das wir gut kennen, unser Beispiel nennen. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt immer mehr auf uns zurück. Und vielleicht ist auch das nächste, was wir nicht aufdecken sollten. Ne? Steuerbetrug. Steuerbetrug von Beamten und von der Steuerbehörde Mecklenburg-Vorpommern, Herr Nordic. Ja. Und von Berlin haben wir auch nochmal so ein komisches Schreiben gekriegt, ne? Einfach frech an Ingrid Geisler, da war doch egal, wir haben es sowieso bezahlt. Ingrid hat immer gesagt, ich habe kein Geld, das müsst ihr fragen. Ich bin so Arschkette. Das mussten wir uns immer anhören lassen. Man werden ja sowieso alles bezahlt, aber nein, weil das hat sie ja nicht begriffen. Das begreift sie nicht, dass Kinder die Mutter versorgen, dass da kein Problem ist, dass wir so denken. Das hat sie nie begriffen, ne? Auch die anderen beiden nicht. Die haben immer nur gejammert, um was ihnen alles fehlt, ne? Karl und Fies. So, der Idiot war ja nicht mehr da, der hat sich ja nicht mehr angetraut. So, da hätte ich ja Spezialerziehung machen müssen, wenn der mit irgendwie nochmal aufgetaucht wird. So hat sie immer gesagt, der hat sowieso alles gekriegt, so. Und da hat Ingrid natürlich auch Bescheid gekriegt, ne? Das sollte sie ja gleichzeitig unterstützen als Besitzerin, ne? Ja. Also konnte sich aufspielen und wir sollten Schlussfolgern, das wurde schon erkannt. Ich glaube, das haben wir gefunden und hochgeladen, Herr Nadja. Ja. Irgendwo haben wir es gesehen. Ja. Hoffentlich haben wir nicht den Fehler gemacht, dass wir wissen, weil wir dachten, es geht ums Nichts an. Nein, Herr Nadja? Nein. Weil das ist ja ein Problem, weil wir haben ja noch nicht Ingrids Problem und das ist das sowieso egal. Betrogen haben sie sowieso. Hätten wir nicht behalten brauchen. Verstehst du, was ich meine? Haben wir also auch keine Beweise vernichtet in unserem Sinne, ne? Genau. Weil das haben wir nicht nur so gesehen. Jetzt ist natürlich wertvoller Beweis. So. Sogar da wollte man Nachzahlungen haben für. Weiß ich jetzt gar nicht für. Ach, fürs Bewirtschaften unserer Flächen, ne? Und Ländereien, ne? Obwohl wir es nicht waren. So, und man musste sich wohl schon ganz schön zusammenreißen, sonst hätte man das natürlich durchgesetzt hier in Deutschland, ne? Also, man prangert denn Reiche an, dass sie Steuer hintergeben machen, was gar nicht ist, wo wir kleine Beamte ein bisschen klauen wollen. Genau. Zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. Und von Berlin habe ich auch Bescheid bekommen. So.
So, und der Herr Schumacher ist für mich da glaubwürdig. Weil ich habe ihn genug beobachtet und so. Schlitzohr, leider manchmal ein bisschen sehr dem Geld hinterher, aber das sind wohl alle Leute, da kann man ihm nichts vorwerfen. So, und vielleicht muss er auch wieder anfangen, weil man ihn schön rübergeholt hat und er hat sich natürlich nie getraut, das zu sagen. Obwohl der Anwärter alles zu sagen hatte. Und musste dann seine Heimat verlassen. Wie wir es auch machen müssen. Das wäre natürlich unter anderen Umständen. Wir sind bettelarm. Ne? Möchte auch andere sagen, wenn sie uns dann aufnehmen wollen oder so. Das ist ja das Problem. Wir haben nichts. Ne? Nicht, dass sie denken, dass wir reich sind. Natürlich sind wir das. Dieser Staat enthält uns alles vor. Ne? Dieser Staat passt auf, dass wir nirgendwo ankommen. So, und da möchten wir dann einige Beispiele bringen an uns. Also wir wussten ja noch nicht, wer wir waren. Man hat natürlich unsere Konten gesehen, die ja schön bei, wie heißt das, bei der Schufa waren, ne? Ja. Weil das wird ja einfach hochgemeldet, da können wir gar nichts machen. So, und Schweizer Konten und so hatten wir nicht, hat man aufgepasst, dass wir es nicht empfingen. Stasi schon, dann hatte ich. Wurden total sicher, das wäre jetzt das Problem gewesen. Da war die Stasi schon bei uns, bei passiert ja normalerweise nicht, ne? Also sofort Schweizer Konten einrichten, offiziell richtig Steuern zahlen, wie es gehört, aber dieser Staat kommt dann einfach nicht mehr ran. Selbst wenn er sie einsperrt und quält oder ermordet, bleibt das erstmal bei der Schweiz. Und die Schweizer sind nicht dumm, diese Banker, ne, Nadi? Die haben auch genaue Verträge und so, und sonst greifen wir uns ja nicht immer an. Besonders Deutschland. Und diesen Fahnenschein, diesen Dings hier, dass man alles kontrollieren muss, ne? Naja, das ist eine andere Sache. So, jedenfalls. Oh, ich muss jetzt kontrollieren.